Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen hier in Von und Vier. So, wir werden jetzt nochmal speichern. Nehmen wir nochmal hier hin. Nehmen wir mal diesen Energiekern raus. Und versuchen nochmal. Cool. Bis jetzt hat es immer gleich beim ersten Mal geklappt. Warum auch nicht? So. Energieversorgung der. Und jetzt speichern wir nochmal. Des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Was war... Ganz ehrlich, was ist das? Wo kommt das her? Wer schießt das auf mich? Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Ja, zu teuer, den mache ich sonst mal schön. So, ich soll. Ach, er hält mir den Rücken frei, heißt es ja aber auch. Ich muss jetzt hier drücken. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. 3. 2. Eins. Triebwerk wird gezündet. Okay, das war irgendwie mein Fail diesmal. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. 3. 2. 1. Triebwerk wird gezündet. Jo. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Warnung, Treibstoff aufgebraucht. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Aha. Jo. Wird zu schwer. Muss ich ein paar abgeben. Hey. Okay. Was soll ich tun? Das nehmen.
Waffe. Hey. Ich bin ganz Ohr. Klar, hier ist mein Vorrat. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Aha. Hörst du das? Sensor meldet feindliche Präsenz. Eindringlinge! Seltsam. Sie müssen terminiert werden. Kann ich gar nicht mitnehmen. Oh, das ist er. Nehme ich. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Lass mich doch erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Das finde ich sehr freundlich. Oh, das war ja auch unser Preston. Gary. Geil, guck mal, guck mal, das ist eine Spiegelung in den Lippen. Mauschlag. Hab mich verschluckt. Kommen wir auch noch mal oben an? Hallo? Passiert hier was? Entschuldigung, Paladin Dance? Alter. Irgendwie... LOL. War irgendwie kaputt. Versuchen wir es nochmal.
Ja, ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ist das Spiel jetzt irgendwie total fertig mit der Welt? Das braucht voll ewig zum Laden. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ja. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also Ladebildschirm lädt und lädt. Sieht mir fast so aus, als würde hier nichts mehr passieren. Was sagt denn der Taskmanager? Der Taskmanager sagt, Fallout 4 wird ausgeführt. Lustig ist ja aber auch, dass... Also wenn ich auf den zweiten Modus klicke, hört man dieses komische Geräusch hier. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen, dass euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich guck mal, wie weit ich zurückspringen muss, bis das wieder geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, es geht weiter. Ich habe einmal nochmal neu geladen. Bunker sieht sauber aus. Und... er fuhr dann wirklich nur nach oben. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder war. Ich muss wieder zusammenstückeln, aber so ist das Leben hart und ungerecht. So, es geht dann auch gleich weiter fröhlich. Ich glaube, es waren 10 Minuten, das heißt, ja, 20 Minuten habe ich jetzt noch. So, was ist denn mit ihm jetzt hier? Entschuldigung, Paladin Dance? Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben... Immerhin haben wir... Haben wir die Mission erfüllt? Besser. Jetzt muss ich natürlich mal kurz umziehen hier. Kleidung. Viel zu gut. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir waren nicht aufmerksam genug. Wir wurden mehrfach überrascht. Das ist nicht akzeptabel. Mit deiner Waffe hatten wir aber genau den Vorteil, den wir gebraucht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mission allein hätte abschließen können. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Aha. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du denkst doch nicht wirklich darüber nach, der Bruderschaft beizutreten, oder, General? Du würdest meinem Kommando unterstehen und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine Söldnerarbeit mehr. Sondern eine echte Aufgabe.
Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht. Bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Das Angebot steht noch. Können wir auf dich zählen? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Bruderschaft eine Menge netter Spielzeuge hat. Aber vergiss nicht deine Verantwortung den Minutemen gegenüber. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Ja. Das ist, die große Frage. Sollen wir den Minutemen abschwören und dafür die stillere Bruderschaft beitreten? Verdammt. Wir fressen hier ordentlich Strahlung. Ja. Bleibst du jetzt eigentlich hier stehen? Kommst du jetzt mit? Ich bin mir da unsicher. Was macht der Typ denn? Der ist schon wieder kaputt, glaube ich. Was ist mit ihm jetzt? Paladin Dance? Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ich gehe erstmal zurück. Obwohl, ich gehe jetzt schon zurück. Ich weiß nicht, Daten. Ich soll eigentlich zum Polizeirevier dann zurückgehen. Ja, machen wir das mal. Und jetzt brauchen wir auch nicht mal Licht, so hell wie das ist. Dunkel. Hallo. Ja? Ach ja, besser als jetzt wird es nicht mehr. Audi, setz dich mit ans Feuer. Hier ist... Wie läuft's denn so? Du kannst gerne zu uns kommen. Nimm dir ein Stück Boden, einen Stumpf, einen Reifen, was auch immer. Entspann dich und bleib eine Weile. Die gute Gesellschaft geht aufs Haus. Aber ich halte Leib und Seele gerne mit Drinks zusammen. Kann ich dir was zu trinken holen? Was ist das? Eine Wanderbar? Ich habe viele Freunde. Ich lerne überall neue Freunde kennen. Meine Freunde trinken gerne mit mir. Was soll ich sagen? So lässt sich's aushalten. Bisher gefällt mir das Wanderleben. Ich sehe die Welt und meine Freunde wissen, dass ich sie bald besuchen komme. Also, möchtest du irgendwas haben? Klar, zeig mal, was du hast. Meine Auswahl ist etwas begrenzt, aber schau dich um. Aha. Naja. Powerrüstung besitzen wir sowieso schon, deswegen ich bin mir da unsicher. Was sollen wir nur tun? So, ich hole auch nochmal eben. Waffe, rechtmäßige Herrschaft. Das Stück Kuchen dürfen wir nicht besitzen.
So, hier werden wir mal speichern. Klappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Hast du nicht den Mumm, uns beizutreten? Ich weiß nicht. Paladin Dance. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ich will nicht. Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du weißt ja, wo du uns findest. Wenn die Bruderschaft eine Nummer zu groß ist, findest du sicher auch Arbeit auf einem Hof in der Nähe. Ja, gut. Also bevor wir das wissen, ob wir ihn jetzt beitreten oder auch nicht, werden wir was anderes machen. Sunshine Kooperative. Verdammt, die auch nicht mehr weit weg ist, ne? Eigentlich haben wir auch immer noch da im City laufen. Ein bisschen die Geschichte auch vorantreiben. Das ist natürlich jetzt auch voll viel. Also könnte man problemlos gegen eine ganze Armee verteidigen. Findest du, ne? Das findet er also. Verbindungshaus 15. Das ist welche Häuser da, wo wir noch rein müssen. Ice Cream. Man findet nicht mehr viele von diesen Dingern. Hä? Das? Ein Selbstschutzbunker. Ein Außerirdischer. IT-Ruine. Also es gibt noch viel zu entdecken auf jeden Fall. Allmählich kommen wir Richtung Diamond City. Das Riptide.
Jetzt in Diamond City. Da sind sie. Hallo. Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist unser Mann. Hast du kurz Zeit? Was gibt's denn, Preston? Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber ich zweifle nicht daran, dass du der Anführer bist, den die Minutemen gebraucht haben. Gibt es sonst noch was, das du mir sagen wolltest? Nein, das war alles. Ich wollte nur, dass du weißt, wie ich mich fühle. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Ja. Auch hier müssen wir noch alles durchsuchen. Oh, Press, ich bin wieder mal zu schwer. Hey. Sag mir einfach. So, wo ist jetzt der Eingang? Ja, gerade so. Suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen. Diamond City. Siehst du die großen Lichter? Ganz genau, die sind elektrisch. Was
Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich kann hier den ganzen Tag warten, Danny. Mach auf. Also, da haben wir auch unseren neuen Begleiter irgendwann mal. Nehmen wir sie mal mit, sobald wir hier seine Aufgaben fertig haben. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen müssen, damit seine Aufgaben überhaupt fertig sind. Und wir werden nächste Folge dann mal mit Piper sprechen und nach Diamond City gehen. Und dann sage ich erstmal an der Stelle wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht und tschüss.